Hallo zusammen. Heute wollen wir uns ein Argument anschauen, das eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem kosmologischen Argument, das wir uns beim letzten Mal näher angeguckt haben. Und zwar geht es um das sogenannte teleologische Argument. Teleologische Argumente laufen manchmal auch unter anderem Namen. In Anlehnung an Kant spricht man da öfters auch vom physiko-theologischen Argument oder man verwendet gleich den englischen Ausdruck und redet vom Argument from Design. Ähnlich wie wir es auch beim kosmologischen Argument schon kennengelernt haben, geht es hier nicht um ein einziges spezielles Argument, sondern eher um eine ganze Familie von miteinander verwandten Argumenten. Und das gemeinsame Merkmal aller teleologischen Argumente ist, dass sie von einer scheinbaren Zweckmäßigkeit oder Ordnung in der Welt ausgehen. Daher kommt dann auch der Name teleologisch, also teleologisch bedeutet ja auf ein Ziel oder auf einen Zweck hin ausgerichtet. Der Gedankengang hinter den teleologischen Argumenten ist normalerweise folgender. Es gibt bestimmte Eigenschaften von Dingen in der Welt, die Anzeichen einer Zweckmäßigkeit aufweisen. Also muss es ein Wesen geben, das für diese zweckmäßige Anordnung in den Dingen verantwortlich ist. Und dieses Wesen ist dann eben Gott. Unterschiede in den verschiedenen Typen von teleologischen Argumenten finden wir eben darin, welche Merkmale in der Welt jetzt als Anzeichen für Zweckmäßigkeit gedeutet werden. Also sind es beispielsweise die zweckmäßige Anordnung der Körper von Lebewesen oder sind es bestimmte Naturphänomene oder ist es die naturgesetzliche Ordnung an sich und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was Gegenstand dieser zweckmäßigen Ordnung sein könnte. Und sie unterscheiden sich darin, wie man von dieser beobachteten Ordnung in der Welt auf einen Gott schließen kann. Beispielsweise könnte das durch einen Analogieschluss funktionieren, etwa indem man die planende Intelligenz Gottes mit menschlicher Intelligenz vergleicht oder es läuft durch Wahrscheinlichkeitsargumente oder durch a priorische Argumente, die auf eine intrinsische Struktur von Zwecken hinweisen sollen und so weiter und so fort. Es gibt diese teleologischen Argumente bereits in der Antike und im Mittelalter. Also wenn Sie sich an Thomas von Aquin erinnern, den wir beim letzten Mal besprochen haben, der fünfte seiner fünf Wege ist so eine Variante eines teleologischen Argumentes. Wirklich wichtig oder wirklich ausgebaut werden diese teleologischen Argumente aber hauptsächlich in der Philosophie der Neuzeit. Das hat viel mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften zu tun, dieser wahrhaftigen Explosion des Wissens über die Natur, die man so im 16., 17., 18. Jahrhundert erleben kann. Da liefert nämlich die sich entwickelnde Naturwissenschaft immer mehr Beispiele dafür, wie die Welt scheinbar zweckmäßig und planmäßig geordnet ist. Also gerade die Philosophie der Aufklärung ist fasziniert von diesem teleologischen Argument und spielt es in seinen verschiedensten Varianten wieder und wieder durch. Aber natürlich auch die Kritik am teleologischen Argument ist in dieser Zeit am präsentesten und wird auch in deren wichtigsten Zügen in der Philosophie der Aufklärung, vor allen Dingen von Hume und von Kant, vorgetragen. Das Argument ist allerdings nicht ausgestorben. Es ist auch durchaus heute noch ein sehr populäres Argument. Es steht zum Beispiel hinter dieser Intelligent Design Hypothese, die Sie vielleicht kennen und die in den religiös geprägten Bereichen der Naturwissenschaft auch heute noch intensiv diskutiert wird, also zumindest in den USA. In Europa ist das eher selten, aber in bestimmten Bereichen der USA finden Sie durchaus eine ganze Menge Verfechter einer solchen teleologischen Variante des Intelligent Design. Darüber hinaus gibt es auch in der gegenwärtigen Religionsphilosophie modernere Varianten dieses teleologischen Argumentes, sogenannte Feintuning-Argumente, die von sehr, sehr allgemeinen Merkmalen der Natur oder des Universums ausgehen, also von die Feinabstimmung der Naturgesetze ins Auge fassen und versuchen, aus der Feinabstimmung oder der scheinbaren Feinabstimmung der Naturgesetze ein Argument zugunsten der Existenz Gottes zu formulieren. Wir werden uns jetzt hier zwei Beispiele ansehen, nämlich erstens mal eine klassische Variante, die man in Humes Dialogen über natürliche Religion findet, und zum Zweiten eine moderne Variante, die, wie eben beschrieben, über das Feintuning der Naturgesetze bzw. Naturkonstanten funktioniert. Beginnen wir mit der klassischen Variante aus David Humes Schrift Dialoge über natürliche Religion.
Vorweg muss man ein bisschen was zu diesem Text sagen. Dieses Büchlein, die Dialoge über natürliche Religion, wurden posthum veröffentlicht. Also Hume hat sie in einer späteren Phase seines Lebens geschrieben, aber nie veröffentlicht. Als das Buch dann nach Humes Tod erschien, erschien es sogar ohne Angabe des Autors und auch ohne Angabe des Verlags. Hume hatte in seinem Leben immer wieder, kann man sagen, Ärger mit der Kirche gehabt und er fürchtete sich zeitlebens vor negativen Konsequenzen, sollte er dieses Buch veröffentlichen. Warum? Naja, in diesem Dialog über natürliche Religion, da sprechen drei Personen miteinander. Das sind Demia, Kleanthes und Philo. Und sie diskutieren über Argumente für die Existenz Gottes. Insbesondere über das teleologische Argument, das, wie gesagt, in Humes Zeiten sehr intensiv in der Diskussion war. Die Schrift ist sehr kritisch. Also am Ende wird dieses teleologische Argument zurückgewiesen und Hume war ohnehin schon öfters in den Verdacht des Atheismus geraten und mit dieser Schrift wäre die Sache wahrscheinlich endgültig klar geworden. Deswegen hat er sich vermutlich dazu entschlossen, sie nicht zu seinen Lebzeiten zu publizieren. Diese drei Personen, die da miteinander reden, vertreten ganz unterschiedliche Positionen in der Frage. Da haben wir zum einen den Demia, das ist so der klassische Theist, also der traditionelle Gläubige, könnte man sagen. Dann haben wir den Kleanthes. Das ist der Aufklärer, also der Befürworter der natürlichen Religion und der Rationalist, könnte man sagen. Und wir haben Philo, den Skeptiker und den Kritiker, der sich aber nie als Atheisten bezeichnet. Es ist nicht klar, welche dieser drei Personen eigentlich Humes wahre Ansichten ausdrückt oder ob überhaupt irgendjemand in diesem Dialog für Hume spricht. Deswegen lassen wir das mal so stehen und gehen nicht davon aus, dass das, was jetzt in diesem Text kommt, Humes eigene Meinung ist, sondern in der Passage, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, da spricht jener Kleanthes, den ich eben erwähnt habe, und er skizziert hier seine eigene Variante des teleologischen Argumentes, die man, wie gesagt, nicht für die Variante von Hume selbst halten sollte, sondern von jenem fiktiven Charakter Kleanthes. Also, schauen wir uns das Argument mal an. Kleanthes sagt da: Blick dich um in der Welt. Betrachte sie insgesamt und jeden ihrer Teile. Du wirst finden, dass sie nichts anderes als eine einzige große Maschine ist, unterteilt in eine unendliche Anzahl kleinerer Maschinen, die wiederum Unterteilungen enthalten, bis zu einem Punkt, an dem menschliche Sinne und Fähigkeiten nichts mehr entdecken oder erklären können. Alle diese Maschinen und selbst ihre kleinsten Teile sind miteinander mit einer Genauigkeit angepasst, die jeden, der sie betrachtet, in höchste Bewunderung versetzt. Die erstaunliche Art und Weise, wie Mittel und Zwecke in der ganzen Natur aufeinander abgestimmt sind, findet sich genauso, wenngleich nicht in einer derartig starken Ausprägung, bei den Produkten menschlicher Tätigkeit, menschlicher Planung, Erfindung, Klugheit und Intelligenz. Da also die Wirkungen einander gleichen, gelangen wir nach allen Regeln der Analogie zu dem Schluss, dass auch die Ursachen einander gleichen und dass der Urheber der Natur dem Geist des Menschen einigermaßen ähnlich ist, wenngleich er der Erhabenheit seines Werkes entsprechend im Besitz viel größerer Fähigkeiten sein muss. Durch dieses Argument a posteriori und durch dieses Argument allein beweisen wir zugleich die Existenz einer Gottheit und ihre Ähnlichkeit mit dem menschlichen Geist und Verstand. Schauen wir uns dieses Argument jetzt mal Schritt für Schritt genauer an. Kleanthes beginnt mit einer ganz einfachen Beobachtung. Er sagt, die Welt ist wie eine Maschine. Also er geht ganz einfach vom Empirischen aus, von dem, was sich uns so aufdrängt, wenn wir uns in der Welt umschauen. Inwiefern könnte man denn jetzt sagen, dass das Universum wie eine Maschine ist? Nun, Kleanthes spielt hier auf die einzelnen Teile, auf die einzelnen Komponenten an, die zweckmäßig aneinander angepasst sind. In der Welt finden wir verschiedene einzelne Bestandteile, einzelne Komponenten der Welt und die sind irgendwie so angeordnet, dass sie zweckmäßig zueinander passen, sagt er. Es reicht aber natürlich nicht, dass in der Welt nur verschiedene Einzelteile vorhanden sind, sondern es kommt auch auf die Anordnung an. Vergleichen Sie das Ganze mit einem Auto. Ein Auto ist ja so eine Art von Maschine, die wir kennen. Auch das Auto besteht aus vielen Einzelteilen. Aber ein Haufen Autoteile, also ein großer Haufen von Vergasern, Karosserie, Lenkrad, Tank und so weiter und so fort, ist noch kein Auto, sondern erst dann, wenn die Teile so angeordnet sind, dass sie sinnvoll auf einen bestimmten Zweck hin zusammenwirken können, in diesem Falle, dass das Auto fährt, erst dann wird ein Auto daraus. Das Universum sollen wir uns nun also genauso vorstellen. Es besteht aus einzelnen Komponenten, die zweckmäßig angeordnet sind.
Auf welchen Zweck hin denn eigentlich? Beim Auto ist das klar, der Zweck besteht darin, dass es fahren soll. Und wenn es diesen Zweck erfüllt, dann ist es ein richtiges, ein gutes Auto. Aber was ist der Zweck, den das Universum erfüllen sollte? Kleanthes sagt uns das nicht an dieser Stelle. Es dürfte aber allen Leserinnen und Lesern dieses Textes reichlich klar gewesen sein, worum es geht. Es ist die Entstehung und die Bewahrung des Lebens, vor allen Dingen des menschlichen Lebens. Für die Aufklärung ist das der entscheidende Punkt. Das Universum ist den Zwecken der darin lebenden Wesen angeordnet. Also das Universum ist so angeordnet, dass die Wesen, die darin leben, auch darin leben können. Dafür werden eine ganze Reihe von Tatsachen ins Feld geführt in der Diskussion. Also beispielsweise verweist man auf den regelmäßigen Ablauf der Jahreszeiten oder auf die zweckmäßige Konstruktion des menschlichen Körpers. Sie finden ein ganz unfreiwillig komisches Beispiel bei dem englischen Philosophen Henry Moore im 17. Jahrhundert, der als Beispiel für die intelligente Planung zum Beispiel anführt, dass wir Zähne im Mund haben und nicht irgendwo anders in unserem Körper und dass die vorderen Zähne besonders gut geeignet sind zum Abbeißen, während die hinteren Zähne besonders gut geeignet sind zum Kauen und nicht umgekehrt oder so etwas. Also solche Sachen kann man als Belege für eine intelligente Planung ansehen. Da sieht man also diese zweckmäßige Anordnung in den Dingen der Welt, in den menschlichen Körper oder sonst wo. Also, mit zweckmäßiger Ordnung ist gemeint, Lebewesen sind so konstruiert, wie sie sein müssen, um in diesem Universum zu leben. Und das Universum ist so konstruiert, dass es an die Lebewesen, die darin leben, angepasst ist. Also halten wir als erste Prämisse fest für Kleanthes Argument, das Universum ist zweckmäßig angeordnet. Und denken uns dabei im Hintergrund, zweckmäßig heißt für die Zwecke der darin lebenden Lebewesen. Kleanthes fährt dann fort, das findet sich doch genauso in menschlichen Produkten. Und da müssen wir ihm wahrscheinlich zustimmen, das liegt vollkommen auf der Hand. Autos, Häuser, Flugzeuge, Computer, alles Mögliche sind ebenfalls zweckmäßig angeordnete Maschinen. Wir könnten das ein bisschen technischer ausdrücken, indem wir sagen, sie sind teleologische Systeme. Das lässt sich kaum bestreiten. Also die zweite Prämisse müsste lauten, menschliche Produkte sind zweckmäßig geordnet und diese Prämisse dürfte offensichtlich wahr sein. Daraus kann man jetzt im nächsten Schritt einen weiteren Schluss ziehen. Kleanthes macht das in dem Text nicht explizit, sondern er verbindet die zweite und die dritte Prämisse miteinander in einem einzigen Satz. Man könnte jetzt daraus schließen, dass das Universum und menschliche Produkte einander ähnlich sind. Warum? Naja, weil beides eben Anzeichen einer Zweckmäßigkeit aufweist oder weil wir eben beides als teleologische Systeme beschreiben können. Systeme von Einzelteilen, die so angeordnet sind, dass sie auf einen bestimmten Zweck hin funktionieren können. Bisher kann man das alles soweit unterschreiben, es ist nichts Kontroverses oder Ungewöhnliches an diesen Feststellungen. Aber dann kommt der eigentlich interessante und auch kritische Schritt des Argumentes. Kleanthes führt ein Prinzip an. Er sagt, da sich die Wirkungen gleichen, müssen sich auch die Ursachen gleichen. Menschliche Produkte sind das Ergebnis einer planenden Intelligenz. Also Autos oder Computer und so weiter kommen nicht einfach so zustande, sondern es muss eine planende Intelligenz dahinter stehen. Diese Dinge entstehen überhaupt nur deshalb, weil Menschen sie sich ausdenken, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Also die Ingenieure oder Programmiererinnen und so weiter haben ein bestimmtes Ziel vor Augen und auf dieses Ziel hin konstruieren sie dann Autos oder Computer oder was weiß ich was. Zweckmäßigkeit ist also bei menschlichen Produkten das Ergebnis einer intelligenten Planung. Das wissen wir aus unserer alltäglichen Erfahrung. Dann muss aber die Zweckmäßigkeit bei anderen Dingen auch das Produkt einer intelligenten Planung sein. Und das ist das wichtige Prinzip oder das ist, sagen wir mal, die argumentative Basis, auf der dieses ganze Argument von Kleanthes fußt. Was er hier rein methodisch gesprochen macht, ist, er vollzieht einen Analogieschluss. Das heißt, er schließt von den Eigenschaften einer Klasse von Dingen auf die Eigenschaften einer anderen Klasse von Dingen. Die eine Klasse, das ist eben, ja, menschliche Produkte oder Produkte menschlicher Intelligenz und er schließt von dieser Klasse auf eine andere Klasse, nämlich das Universum. Das Prinzip, dem er hier folgt in diesem Analogieschluss, lautet, gleiche Wirkungen entstehen aus gleichen Ursachen. Wenn dieses Prinzip nun gilt, dass gleiche Wirkungen gleiche Ursachen haben,
Dann kann man auch weiter daraus folgern, menschliche Produkte entstehen also aus intelligenter Planung. Dann muss doch auch gemäß diesem Analogieprinzip das Universum durch intelligente Planung entstanden sein. Also, wenn das Universum durch intelligente Planung entstanden ist, dann gibt es einen Gott. Und dieser Gott muss sich dann zum Universum verhalten, so wie der Ingenieur zum Auto beispielsweise oder der Architekt zum Haus. Was unter anderem heißt, dieses Wesen, dieses göttliche Wesen, der intelligente Planer des Universums, muss ein bewusstes geistiges Wesen sein. Denn die intelligente Planung bei menschlichen Produkten ist ja das Produkt des Denkens und nicht so sehr das Produkt des Körpers. Fassen wir das Argument jetzt einmal zusammen in seiner abstrakten Form, dann müsste es ungefähr so aussehen. Prämisse 1, das Universum ist zweckmäßig geordnet. Prämisse 2, menschliche Produkte sind zweckmäßig geordnet. Daraus Prämisse 3, das Universum und menschliche Produkte sind sich ähnlich. Als nächstes Prämisse 4, das Analogieprinzip, gleiche Wirkungen entstehen aus gleichen Ursachen. Nun kann man als fünfte Prämisse hinzufügen, menschliche Produkte entstehen durch intelligente Planung und dann folgt Schluss Nummer 1, also der erste Satz, der sechste Satz, Konklusion Nummer 1, so rum. Also das Universum entsteht durch intelligente Planung und daraus folgt dann wiederum als zweite Konklusion, Satz Nummer 7, also gibt es einen Gott, der zum Universum im gleichen Verhältnis steht wie der menschliche Geist zu seinen Produkten. So sieht das Argument aus und unsere Frage lautet jetzt, ist das ein gutes Argument? Auch dieses Argument ist, das sehen wir auf Anhieb eigentlich schon, schlüssig. Das heißt, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss auch die Konklusion wahr sein. Aber die gute alte Frage lautet natürlich wieder, sind die Prämissen auch wirklich wahr? Und das ist es, was wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen müssen. Fangen wir vorne an, bei Prämisse 1. Prämisse 1 sagt, das Universum ist zweckmäßig geordnet. Stimmt das? Ist das Universum wirklich zweckmäßig geordnet? Auf den ersten Blick sieht es natürlich so aus. Also es gibt eine gewisse Ordnung im Universum. Es gibt Naturgesetze, die gelten. Das Universum ist nicht einfach nur ein Haufen Chaos, sondern es ist in irgendeiner Weise strukturiert und geordnet. Aber könnte diese Ordnung im Universum nicht auch eine menschliche Projektion sein? Es scheint so, als würde das Universum bestimmten Gesetzen unterliegen, die zum Beispiel Leben ermöglichen. Aber, und da können wir nochmal auf das zurückgreifen, was wir beim kosmologischen Argument schon gesagt haben, aber Hume hat die Kritik dagegen eingebracht, dass diese scheinbare Ordnung keine reale Ordnung sein muss. Was wir beobachten, wenn wir das Universum beobachten, wenn wir die Vorgänge im Universum beobachten, ist immer nur eine Regularität in der Abfolge von bestimmten Ereignissen. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Sonne scheint und wir sehen, dass die Tomaten wachsen und reif werden. Wir sehen aber niemals einen notwendigen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen. Wir beobachten, dass die Sonne scheint, wir beobachten, dass die Tomaten wachsen und wir beobachten, dass das immer so ist in den Fällen, die wir kennen. Aber wir beobachten niemals, dass es so sein muss. Das ist, also dass die Tomaten wachsen, wenn die Sonne scheint. Das ist ein Schluss, den wir aus unseren Beobachtungen ziehen, aber der durch unsere Beobachtungen, sagt Hume, eigentlich nicht gedeckt ist. Dieser notwendige Zusammenhang ist unsere Zutat zu den Beobachtungen. Das heißt, nichts garantiert, dass die Naturgesetze, die wir für notwendig halten, auch morgen noch gelten werden. Wir haben sie uns aus unserer bisherigen Beobachtung, aus dem, was wir in der Vergangenheit so erlebt haben, erschlossen. Und wir sind gewohnt, die Dinge in der Welt so zu sehen, als würden sie bestimmten notwendigen Gesetzen folgen. Aber nichts bezeugt ihre Notwendigkeit. Es könnte also durchaus sein, dass diese scheinbare Ordnung im Universum nichts weiter als eine menschliche Projektion ist, die keine Basis in der Realität hat. Wenn das so wäre, wäre Prämisse 1 natürlich sofort hinfällig, dann ist das Universum nicht wirklich geordnet, sondern nur scheinbar. Aber es muss ja wirklich geordnet sein, wenn es auf einen wirklichen, intelligenten Planer hinweisen soll. Nun, diese Humesche Kritik an der Naturgesetzlichkeit der Welt ist selbst umstritten und kontrovers. Also vielleicht sollten wir einfach die Prämisse 1 gut sein lassen und sagen, okay, es gibt, kontra Hume, wirklich eine Ordnung von Naturgesetzen im Universum. Dann können wir weitermachen bei Prämisse 3, denn Prämisse 2 ist offensichtlich unkontrovers. Aber was ist mit Prämisse 3? Universum und menschliche Produkte sind einander ähnlich. Sind sie einander wirklich so ähnlich?
Wahrscheinlich nicht, denn es gibt einen ganz erheblichen Unterschied, und zwar in Bezug auf die Menge dessen, was wir wissen über das Universum versus über menschliche Produkte. Machen wir uns das an einem sehr bekannten Beispiel klar, das aus der klassischen Diskussion über dieses teleologische Argument stammt. Es geht zurück auf den englischen Philosophen William Paley. Dieser Paley bringt folgende Analogie. Stellen wir uns vor, wir spazieren an einem einsamen Strand entlang und sehen da eine Uhr liegen. Wir kämen doch nicht auf die Idee anzunehmen, dass diese Uhr einfach nur zufällig durch das Zusammenwirken irgendwelcher Naturkräfte entstanden ist, also dass da irgendwelche Dinge einfach angespült wurden, die sich durch ein zufälliges Zusammenwirken der Naturkräfte gerade so angeordnet haben, dass eine Uhr dabei rauskommt. Das wäre vollkommen absurd, sowas anzunehmen. Nein, wir gehen davon aus, dass diese Uhr von jemandem gemacht worden ist und dass sie deswegen hier liegt und zustande gekommen ist. Dann, sagt Paley, muss es doch beim Universum genauso sein. Das Universum ist genauso wie die Uhr ein komplexer Mechanismus. Und wenn wir bei der Uhr schon davon ausgehen, dass es einen intelligenten Planer braucht, um einen solchen komplexen Mechanismus zu erschaffen, warum sollte das beim Universum irgendwie anders sein? Nun, warum sollte es anders sein? Ganz einfach deswegen, weil die Analogie nicht greift. Wir wissen sehr viel über Uhren. Wir wissen, wozu man sie braucht. Wir wissen, was sie sind. Wir wissen, wer sie herstellt und wie sie hergestellt werden, zumindest in groben Zügen. Und wir wissen das, weil wir schon sehr viele Uhren kennen. Wir haben eine ganze Menge einschlägige Erfahrungen mit Uhren in unserem Leben gemacht. Daher können wir auch sagen, die Uhr ist zweckmäßig konstruiert, weil wir Uhren kennen. Aber wir kennen nur ein einziges Universum. Wir haben nur einen einzigen Fall. Wir haben keine anderen Universen, mit denen wir dieses Universum hier vergleichen können. Wir kennen nicht die Kontexte, in denen Universen entstehen. Also wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Wenn wir sagen, dass die Uhr zweckmäßig konstruiert ist, dann gehen wir von einer ganzen Fülle von Hintergrundwissen und Vorerfahrungen in Bezug auf Uhren aus. Aber wenn wir sagen, dass das Universum zweckmäßig konstruiert ist, dann haben wir nur einen einzigen Fall, auf dem dieses Urteil basiert. Also vielleicht ist beides doch nicht so ähnlich, wie es auf Anhieb aussieht. Denn in dem einen Fall, bei den Uhren, ist das Urteil Produkt intelligenter Planung durchaus gerechtfertigt nach allem, was wir über Uhren wissen. Aber im anderen Fall ist das Urteil, das Universum ist Produkt intelligenter Planung, nicht gerechtfertigt, weil wir keine Erfahrungsbasis haben, auf der wir dieses Urteil fällen können. Darüber hinaus gibt es gegen diese Prämisse 3 noch einen alternativen Einwand, der genau in die andere Richtung geht, nämlich man könnte doch eigentlich, wenn man diese Prämisse akzeptiert, den Spieß auch umdrehen. Wenn doch die Ähnlichkeit zwischen menschlichen Produkten und dem Universum so groß ist, dann müsste eigentlich auch die Ähnlichkeit zwischen menschlicher Planung und der göttlichen Planung groß sein. Aber menschliche Produkte sind ja selten das Produkt nur eines einzigen Planes. Also denken Sie an Autos oder Häuser. Es kommt ziemlich selten vor, dass ein Haus nur von einem einzigen Menschen gebaut wird. Normalerweise sind viele Menschen an der Produktion solcher Dinge beteiligt. Müsste es dann beim Universum nicht eigentlich genauso sein? Also würde nicht eigentlich dieses Analogieargument viel mehr für einen Polytheismus sprechen als für einen Monotheismus? Und außerdem, menschliche Planer sind normalerweise körperliche Wesen. Warum sollten wir dann auf Gott als einen rein geistigen Schöpfer schließen? Wir wissen aus Analogie sehr gut, dass menschliche Produkte niemals alleine durch Denken entstehen, sondern dass immer irgendeine Form von körperlichem Handeln mit inbegriffen ist. Warum sollte es dann bei Gott anders sein? Die Prämisse 3 stellt uns also vor ein sehr unangenehmes Dilemma. Wenn Prämisse 3 wahr ist, dann legt sie einen ganz anderen göttlichen Schöpfer nahe, als wir uns das eigentlich denken, nämlich eben keinen monotheistischen, unkörperlichen, geistigen Gott, sondern irgendwas ganz anderes. Und wenn sie falsch ist, dann bricht das Argument natürlich zusammen. Keine dieser Optionen ist sonderlich attraktiv. So richtig ans Eingemachte geht es allerdings erst, wenn wir uns Prämisse 4 anschauen, denn das ist offensichtlich die kritische Stelle im ganzen Argument. Wir haben hier das Analogieprinzip, gleiche Wirkungen haben gleiche Ursachen. Dieses Analogieprinzip ist schlichtweg falsch. Nehmen Sie als Beispiel Fieber. Fieber ist ja eine bestimmte Wirkung, kann aber sehr viele verschiedene Ursachen haben. Also das gleiche Symptom, nämlich Fieber, kann durch sehr viele unterschiedliche Erkrankungen verursacht werden. Durch eine Grippe, durch Blasenentzündung, durch Krebs oder.
Also dieses Prinzip ist einfach nur verkehrt. Es gibt nämlich ganz klare Gegenbeispiele. Was Kleanthes vielleicht im Sinn gehabt hat, ist das umgekehrte Prinzip, nämlich gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Und dieses Prinzip gilt natürlich tatsächlich. Also Feuer verbrennt beispielsweise immer Papier, egal welches Papier und egal welches Feuer. Aber die Umkehrung ist die, worauf es ankommt. Und die gilt nicht. Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkung. Ja, gleiche Wirkungen haben gleiche Ursachen. Nein, das gilt nicht. Und das ist jetzt der Knackpunkt an der ganzen Sache. Die Ordnung im Universum als die Wirkung, um die es uns geht, muss eben nicht das Ergebnis intelligenter Planung sein. Gleiche Wirkungen müssen nicht gleiche Ursachen haben. Eine zweckmäßige Ordnung könnte ja auch anders entstehen. Wie könnte denn eine solche zweckmäßige Ordnung entstehen, wenn nicht durch intelligente Planung? Für das 18. Jahrhundert war das in der Tat eine schier unlösbare Aufgabe. Für uns heute ist es das nicht mehr. Dieses Rätsel ist gelöst durch die Evolutionstheorie, ganz einfach. Warum sind Lebewesen zweckmäßig konstruiert? Das Einzige, was man sich im 18. Jahrhundert vorstellen konnte, war nun ja eine intelligente Planung. Aber heute wissen wir, und spätestens, also schon seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass Lebewesen zweckmäßig konstruiert sind und an das Leben in der Welt angepasst sind, nicht weil sie so geplant wurden, sondern weil sie sich in einem ungesteuerten Prozess von Selektion und Mutation zu einer bestmöglichen Anpassung an ihr Umfeld entwickelt haben. Wie läuft das Ganze? Nun, nehmen Sie als Beispiel mal den Eisbären. Also ein Eisbär hat ein weißes Fell und ist damit optimal ausgerüstet für das Jagen in einem Umfeld, wo es die meiste Zeit verschneit ist, weil er besser getarnt ist. Es gibt natürlich auch braune Bären. Und man fragt sich jetzt, warum ist der Eisbär weiß und nicht braun? Ist das etwa intelligente Planung seitens Gottes? Nein, lautet die Antwort, der Eisbär ist nicht weiß, weil Gott ihn weiß gemacht hat, sondern weil eben manche Bären ein weißes Fell haben und andere Bären haben ein braunes Fell. Wenn braune Bären im Schnee jagen, dann werden sie leichter von ihrer Beute gesehen, haben also seltener Erfolg bei der Jagd. Sie finden weniger zu fressen, verhungern vielleicht öfter, werden öfter krank oder können ihre Jungen nicht so gut durchfüttern. Das heißt also, im Laufe der Zeit bleiben einfach mehr weiße Bären in einem schneebedeckten Umfeld übrig als braune Bären. Sie werden sich im Laufe der Zeit einfach durch ihren höheren Jagderfolg durchsetzen. Sie sind also bestens an ihre Umgebung angepasst, nicht weil das in irgendeiner Weise intelligent geplant worden ist, sondern weil ein ungesteuerter Anpassungsprozess stattfindet. Prämisse 4 ist also ganz einfach falsch. Deswegen scheitert das Argument. Sie ist deswegen falsch, weil die scheinbar gleiche Wirkung auch auf eine andere Ursache als intelligente Planung zurückgeführt werden kann. Und im Fall der Lebewesen ist diese unterschiedliche Ursache, die Evolution oder der Evolutionsprozess, dem die Lebewesen unterliegen. Die gleiche Wirkung, Anpassung oder intelligent oder zweckmäßige Ordnung, ja, so sollte man sagen, kommt durch verschiedene Ursachen zustande. Im einen Fall, bei den menschlichen Produkten, kommt sie durch intelligente Planung zustande. Im anderen Fall, bei den Lebewesen, kommt sie durch einen blinden, ungesteuerten Evolutionsprozess zustande. Kleanthes Argument beruht jetzt natürlich auf dem Stand der Naturwissenschaften des 18. Jahrhunderts und ist deswegen durch die moderne Biologie und Evolutionstheorie überflüssig geworden. Das geht auch zeitgenössischen Formen dieses Arguments eigentlich nicht anders. Also auch moderne Formen des Intelligent Design, die irgendwie versuchen nachzuweisen, dass der Rotationsmotor bei Geißelbakterien oder sowas, dass der nicht durch Evolution entstanden sein kann, also die unterliegen letzten Endes alle den gleichen Problemen. Es ist etwas anderes, wenn man sich die modernen Feinabstimmungsvarianten dieses Arguments ansieht. Also Argumente, die nicht von einer Zweckmäßigkeit der Lebewesen ausgehen. Was die Lebewesen angeht, dieser Drops ist gelutscht. Also da ist die Evolutionstheorie ganz klar die richtige Antwort auf diese Frage, wie Lebewesen dazu kommen, so optimal angepasst zu sein. Da braucht man absolut keinen intelligenten Planer mehr. Anders und deswegen für die Moderne interessanter ist das bei diesen Feinabstimmungsargumenten, wo die Evolutionstheorie uns nicht weiterhilft. Wie laufen nun diese modernen Feinabstimmungsargumente ab oder Feintuning-Argumente, wie der englische Ausdruck lautet? Nun, diese Argumente gehen normalerweise von einer Feinabstimmung der Naturkonstanten aus. Was sind Naturkonstanten? Nun ja, das Universum, das wissen wir alle, unterliegt bestimmten Naturgesetzen. Zum Beispiel dem Gravitationsgesetz.
Dieses Gravitationsgesetz besagt, Sie erinnern sich vielleicht daran aus dem Physikunterricht in der Mittelstufe, die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern ist die Masse des einen Körpers multipliziert mit der Masse des anderen Körpers geteilt durch das Quadrat des Abstands zwischen den beiden multipliziert mit der Gravitationskonstante g. G, diese Gravitationskonstante, ist ein dimensionsloser Faktor, der einfach nur beschreibt, wie stark die Gravitation im Universum ist. Dieser Wert kann nicht einfach abgeleitet werden aus irgendwas anderem. Also der Wert der Gravitationskonstante muss gemessen werden. Man muss einfach durch Messung feststellen, wie stark die Gravitation ist. Man kann das nicht rein theoretisch aus irgendwelchen anderen Aspekten der Naturgesetze ableiten. Das heißt, der Wert dieser Naturkonstante g ist einfach so, wie er ist. Er ist kontingent, könnte man technisch sagen. Das heißt, er könnte auch anders sein und hat einfach diesen Wert, den er nun mal hat, ohne dass es eine erkennbare Erklärung dafür gäbe. Nun, es gibt eine ganze Reihe solcher Naturkonstanten, nicht nur die Gravitationskonstante. Es gibt zum Beispiel eine Konstante für die starke Kernkraft, also die Protonen und Neutronen im Atomkern zusammenhält. Es gibt eine Konstante, die beschreibt das Verhältnis der Masse von Protonen zu Elektronen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von Werten, die man da in Betracht ziehen könnte. Und alle diese Konstanten haben einen Wert, der auch anders sein könnte, der prinzipiell kontingent ist, den man einfach messen muss und dann sagen muss, er ist so, wie er ist. Aber, und jetzt kommt das Interessante, es ist nun so, dass nur ganz wenige mögliche Werte von Naturkonstanten überhaupt so beschaffen sind, dass es ein Universum gibt, in dem Leben existieren kann. Also wenn Sie sich hier mal diese Graphen anschauen, da sehen Sie einen ganz kleinen Bereich, der die Schnittmenge von zwei Naturkonstanten beschreibt, in der ein Universum entsteht, das überhaupt Leben ermöglicht. Also ganz viele mögliche Kombinationen von diesen beiden Naturkonstanten erlauben zum Beispiel nicht, dass es überhaupt Materie gibt, wie wir sie kennen, oder dass es Sterne gibt, die dann von Planeten umkreist werden können, auf denen sich Leben entwickelt und so weiter und so fort. Also das heißt für uns, die Wahrscheinlichkeit, dass alle relevanten Naturkonstanten die richtigen Werte haben, um überhaupt bewusstes Leben zu erzeugen oder zu ermöglichen, die ist statistisch betrachtet extrem gering. Wenn das so ist, also wenn diese Wahrscheinlichkeit für die richtige Kombination von Naturkonstanten so klein ist, dann lässt sich ein Argument konstruieren, das ungefähr wie folgt aussieht. Prämisse 1, das Universum ermöglicht Leben. Ganz klar, wir sind ja hier. Prämisse 2, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Universum Leben ermöglicht, ist extrem gering. Prämisse 3. Wenn das Universum trotzdem Leben ermöglicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Universum intelligent geplant wurde. Und daraus folgt dann die Konklusion Nummer 4, also das Universum wurde wahrscheinlich intelligent geplant. Also Prämisse 1 ist selbstverständlich, dass das Universum Leben ermöglicht, wissen wir alle, wir sind ja hier. Also wenn es uns gibt, dann muss das Leben, dann muss das Universum offensichtlich Leben ermöglichen. Prämisse Nummer 2, dass die Wahrscheinlichkeit dafür so gering ist, das folgt eben aus dieser Überlegung, dass die Naturkonstanten sehr viele mögliche Werte annehmen können, aber nur sehr wenige das Leben überhaupt erlauben. Machen Sie sich das Ganze mit einer Analogie klar. Also wenn ich Ihnen einen Stapel von 52 Karten vorlege und sage, Sie sollen eine Karte daraus ziehen und ich sage Ihnen dann, ohne drauf zu gucken, welche Karte das ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die richtige Karte sagen werde. Warum? Naja, es gibt 51 Fälle, in denen ich daneben liege und es gibt nur einen Fall, in dem ich richtig liege. Es wäre also höchst verwunderlich, wenn ich ohne irgendwelche Tricks die richtige Karte, die Sie gezogen haben, nennen könnte. Wenn ich hingegen richtig liege und die richtige Karte nenne, dann erwarten Sie natürlich eine Erklärung dafür, wie das sein kann, dass dieses unwahrscheinliche Ereignis tatsächlich eingetreten ist. Und Sie würden sagen, wahrscheinlich habe ich in irgendeiner Weise geschummelt. So kann man dann eben auch die dritte Prämisse erklären. Wenn die Existenz von Leben extrem unwahrscheinlich ist, dann muss es eine Erklärung geben, warum es doch Leben gibt. Also wenn das Universum intelligent geplant ist, dann ist es zu erwarten, dass die Naturkonstanten fein abgestimmt sind. Nehmen Sie nochmal unser Kartenbeispiel. Also wenn ich die Karte richtig rate, dann ist das sehr unwahrscheinlich. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise das Wahrscheinlichste ist, dass ich nicht die Karte nennen kann, die Sie gezogen haben. Wie soll das auch funktionieren?
Wenn man aber annimmt, dass das Ganze ein Trick ist, dass ich das vorher in irgendeiner Weise geplant und mir zurechtgelegt habe, dann ist es nicht mehr unwahrscheinlich, dass ich die richtige Karte sagen kann, sondern es ist genau das, was Sie erwarten würden. Also diese Hypothese, dass da eine intelligente Planung im Hintergrund steht, hat eine sehr hohe Erklärungskraft für das, was wir tatsächlich beobachten. Eine hohe Erklärungskraft für die Tatsache, dass ich wider alle Erwartungen die richtige Karte sagen kann und eine hohe Erklärungskraft für die Tatsache, dass wider alle Erwartungen Leben im Universum möglich ist. Wie steht es mit diesem Argument? Ist das besser als die traditionelle Variante, wie wir sie von Kleantis gehört haben? Nun, in gewisser Hinsicht ja. Zum einen entfällt das Problem des Analogieschlusses. Dieses fragwürdige gleiche Wirkung, gleiche Ursache-Prinzip, das brauchen wir an der Stelle hier überhaupt nicht mehr. Also insofern, wichtiger Pluspunkt. Außerdem, die Evolutionstheorie ist kein Argument gegen diese Variante des teleologischen Arguments. Es geht ja nur um das Leben an sich, also um die Möglichkeit von Leben überhaupt, nicht um spezielle Merkmale von Lebewesen. Die speziellen Merkmale der Lebewesen, die können wir wunderbar mit der Evolutionstheorie erklären. Aber warum es überhaupt Leben im Universum gibt, das ist klarerweise nicht Gegenstand einer evolutionären Erklärung. Trotzdem, auch diese Variante des Arguments hat so ihre eigenen Probleme. Was ist nämlich mit Prämisse 2? Ist Prämisse 2 wirklich wahr? Also ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass die Naturkonstanten genau die Werte haben, die sie haben? Rein statistisch betrachtet, ja, es gibt unendlich viele mögliche Werte, die sie annehmen können und nur eine sehr kleine Menge von Werten, bei denen Leben möglich ist. Also rein statistisch betrachtet ist das sehr unwahrscheinlich, wenn sie aus 10.000 Karten, die eine Karte rausfischen, die ich vorhergesagt habe, dann ist das extrem unwahrscheinlich. Aber es könnte doch andere mögliche Erklärungen dafür geben, warum die Naturkonstanten gerade die Werte haben, die sie haben. Erklärung Nummer 1, es gibt irgendwelche unbekannten naturgesetzlichen Mechanismen, die uns erklären können, woher die Werte kommen. Das würde bedeuten, die Feinabstimmung der Naturkonstanten im Universum verweist nur auf unbekannte Zusammenhänge der Naturgesetze und eben nicht auf intelligente Planung. Es gibt also irgendeinen Grund, warum die Werte gar nicht anders sein können, als sie aktuell sind. Bloß wir wissen halt noch nicht, welche Mechanismen verantwortlich sind. Aber vielleicht, wenn unser Wissen über das Universum anwächst, werden wir irgendwann einsehen, warum die Naturkonstanten gerade diese Werte haben müssen, warum sie doch aus irgendwelchen anderen, höheren naturgesetzlichen Regeln abgeleitet werden können. Wir können also seriöserweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Naturkonstanten so sind, wie sie sind, gar nicht einschätzen. Wir haben keine Grundlage, um zu urteilen, das ist sehr unwahrscheinlich. Uns fehlen einfach, wie eben auch schon gesagt, die Vergleichsfälle. Oder alternative Möglichkeit, das zu erklären, vielleicht gibt es ja unendlich viele Universen mit unendlich vielen Kombinationen von Naturkonstanten. Und dann ist es klar, wenn alle möglichen Kombinationen durchgespielt werden, dann muss irgendwann halt auch mal die richtige dabei sein, die es erlaubt, Leben zu produzieren. Wir glauben dann eben nur, dass diese Kombination so extrem unwahrscheinlich ist, weil wir die ganzen anderen Universen mit den nicht erfolgreichen Kombinationen nicht wahrnehmen können. Wir wissen nichts von diesen Universen. In diesen Universen existiert niemand, der sich wundern könnte, warum das Universum gerade diese Werte hat, die kein Leben ermöglichen. Denn wenn es kein Leben gibt, kann es ja keinen Beobachter geben. Allerdings müsste man hier sagen, ist das nicht etwas übertrieben anzunehmen, dass es unendlich viele Universen geben muss? Ist das nicht eine reine Ad-hoc-Annahme, die bloß eingeführt wird, um dieses Argument zu widerlegen? Was könnte denn, abgesehen davon, für die Existenz unendlich vieler Universen sprechen? Beide Erklärungsmöglichkeiten, sowohl die unbekannten Naturgesetze als auch die unendlich vielen Universen, sind spekulativ. Sie setzen etwas voraus, was wir so bisher nicht beobachten können. Also insofern gibt es tatsächlich in dieser modernen Variante des teleologischen Argumentes noch einen gewissen Raum für Erfolg, wobei das massiv von den fortschreitenden Erkenntnissen der Naturwissenschaft abhängt. Aber, das muss man am Ende jetzt doch auch noch hinzufügen, selbst wenn diese Erklärungen nicht überzeugen können, also die unbekannten Naturgesetze oder die unendlich vielen Universen, dann bleibt noch ein Problem, das alle teleologischen Argumente in gleicher Weise betrifft und das auch für diese moderne Variante hier gilt. Nämlich, selbst wenn es eine intelligente Planung geben sollte, folgt nicht, dass dieser intelligente Planer des Universums auch Gott sein muss. Gott im Sinne des Theismus.
Ein ähnliches Problem hatten wir ja beim kosmologischen Argument schon kennengelernt. Diese Gleichsetzung von erster Ursache bzw. von intelligentem Planer mit theistischem Gott ist nicht berechtigt. Ein intelligenter Planer des Universums könnte auch das sein, was Kant einen Weltbaumeister genannt hat, also ein sehr mächtiges Wesen, das aus einer bereits vorhandenen Materie das Universum erzeugt. Aber ein solcher Weltbaumeister muss natürlich kein theistischer Gott sein. Insbesondere wenn man sich die negativen Aspekte der Realität anschaut, also wenn man Krankheit, Leiden, Tod und so weiter mit ins Blickfeld rückt, dann spricht das doch sehr dafür, dass dieser intelligente Planer nicht vollkommen gut oder allmächtig ist, sondern dass der eher ein ziemlich mittelmäßiger Typ sein muss. Warum hätte denn ein göttlicher, also ein allmächtiger und allgütiger Planer solche unschönen Aspekte in sein Universum eingebaut? In ähnlicher Weise kann man auch gegen diese Feintuning-Hypothese von der Feinabstimmung der Naturkonstanten einwenden, dass die auch komplett naturalistisch erklärbar wäre, ohne einen theistischen Gott, indem man zum Beispiel eine Simulationshypothese unterstellt. Also man sagt, das Universum ist in Wahrheit eine Simulation, die auf einem extrem leistungsfähigen Computer läuft. Und dann hätte man auch tatsächlich so etwas wie eine intelligente Planung des Universums, nur überhaupt nicht so, wie wir es uns eigentlich am Anfang gedacht haben. Und ähnlich wie beim kosmologischen Argument müssen wir uns dann hier an der Stelle auch wieder die Frage stellen, ist das eigentlich die Konklusion, auf die wir hinaus wollen?